Du hast es geschafft! Na los, meine Herren, etwas Bewegung! Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach, schnappen, wofür wir hier sind und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Oh, stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Poseidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Poseidon sollte sich in einer Art Prozessor verstecken. Ich brauche eine Konsole, um Zugriff zu erhalten. Da. Die Konsole sollte ich nutzen können. Ich will dich nach Hause bringen. Poseidon. Zu Gaia. Ja, Mutter. Hat im Wasser. Nun zu ihr zurück. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Wasserunterdrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Systemneustart eingeleitet. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem neu gestartet. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder dran. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Die behalte ich als Vorrat. Aufzug. Morland muss ihn vor der Überflutung gebaut haben. Geht vielleicht noch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Geht vielleicht noch. Wäre schön, nicht klettern zu müssen. Wen hat das alles gekostet? Die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern, zu Tränen gerührt. Als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich habe mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber zuerst sollte ich das Ossaram-Lager suchen und nach Talana sehen. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Vor ein paar Tagen habe ich östlich des Hains eine große Blumenwiese gesehen. Die alte Darika war auch dort. Ich wollte sie nach Brennspeer zurückbringen, aber sie wollte nicht. Sie ist auf jeden Fall eine erfahrene Soldatin. Aber ihr Speer ist stumpf geworden, wenn du verstehst. Ich werde nach ihr Ausschau halten. Wenn du weiter... Klingt, als wären da Leute in Not. Eine Nora! Hey, hier drüben! Ich könnte Schockmunition benutzen. Kannst du uns mit diesen Stürmern helfen? Wir sollten das Gebiet doch gegen Fremde bewachen! Stürmer! Nicht, dass wir das auflösen haben! Jetzt haben wir eine Chance! Pass auf! Ich hab's nicht geschafft! Stell dich der Herausforderung! Mit dem Angriff den Kitaka! Wähl dein Ziel! Feuerdisziplin, Hatakto! Ist alles okay? Was macht ihr denn hier draußen? Frag meine Großmutter. Ich habe meinen Wachdienst verlassen, um nach ihr zu gucken. Sie wollte die Blüten sehen und will nicht mehr weiter. Seit wann interessiert sie sich für Blumen? Nicht nur Blumen, mein Kind. Es sind Scharlachstiele. Ihr Duft beruhigt die Nerven. Das hat mir vor vielen Jahren ein Utaru-Samensucher erzählt. Ein Utaru? Jetzt erzählst du Märchen. Wenn damals einer hier gewesen wäre, hättest du ihn direkt getötet. Konnte ich nicht. Ich sah ihn Blumen pflücken. Hier ganz in der Nähe, auf Tenakt-Gebiet. Ich wollte ihn niederschlagen, doch er hat gesungen. Gesungen? Kann mich nicht an die Melodie erinnern, aber an seinen Tonfall. Und an seinen Namen. Nilo. Er blieb damals für 1 oder 2 Tage. Ich nahm den Wachdienst an, damit ich zu ihm konnte. Und er hat seine Rückkehr nach Rheinklang verschoben. Für die Blumen, sagte er. Sag mir bitte, dass ich nicht von einem Utaru-Gärtner abstamme. Beinahe. Beinahe. Aber meine Lust zu kämpfen war stark. Und er musste zu seinen Leuten zurück. Ich dachte an das, was ich mit ihm gehabt hätte. Und ob er genauso denkt. Würde er mich gern in Rheinklang sehen? Oder nur einen Scharlachstiel annehmen? Es ist weit bis nach Rheinklang. Aber ich bin manchmal dort. Ich kann ein paar Scharlachstiele pflücken und sie Nilo geben, wenn ich ihn finde. Bitte! Er war dort ein Kräuterkenner. Ich weiß, viel Zeit ist seitdem vergangen. Doch ich möchte wissen, ich möchte, dass er weiß, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Eine alte Frau zu ermutigen? Warum machst du das? Warum nicht? Säure bewirkt viel Schaden an dieser Maschine. Fremde? Guten Pass. Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es Nilo. Ich könnte ihm die Scharlachstiele geben. Wenn du die nächste Jagd verbesserst, lass uns handeln. Oh, du bist zurück. Ich bin erleichtert. Ich habe nie ganz verstanden, was du willst. Hallo. Hast du schon mal angerufen, westlich des Jagdgebiets? Oh, die am Fuß des Heiligen Pfad. Da halte ich mich nicht gern. Fremde, was kann ich für dich tun? Du bist der Kräuterkenner, oder? Bist du Nilo? Nein, Nilo war vor meiner Zeit. Ich glaube, er ist nach Norden gegangen, nach Flusslied. Warum? Brauchst du eine bestimmte Salbe? Nein, aber jemand anders auf eine Art. Danke, ich versuch's im Flusslied. Dort ist ein Hain, eine Gedenkstätte, eine schöne Grünanlage. Wenn er dort ist, pflegt er sie bestimmt. Danke nochmal. Freut mich zu helfen. Ich hoffe, du findest den Flusslied, wonach du suchst. Der Tag ist heller, wenn du unter uns bist. Möge das Land gut zu dir sein. Okay, Flusslied. Ich sollte Nilo suchen, ihm die Scharlachstiele geben. Der Kräuterkenner in Rheinklang meinte, er sei vielleicht in der Nähe des Hains. Wir sehen uns später. Ohne Nilo. Sagte sie Nilo? Und wir auch. Das ist der Lauf. Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Hain. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslied nie verlassen. Ich möchte gerne ein paar Blumen da lassen, wenn ich darf. Von einer alten Bekannten. Oh, Scharlachstiele. Sie sind selten hier, aber sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie, warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er. Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Ich sehe noch gut genug, Kind. Ist mein Wachdienst vorbei? Hast du von Großmutters Gärtner gehört? Ja und nein. Ich habe die Scharlachstiele auf sein Grab gelegt. Seine liebste Blume, laut seiner Tochter. Er liebt es, sie blühen zu sehen. Er ist tot. Doch er hat über die Jahre an mich gedacht. Das muss mir ausreichen. Wirklich? Das war's? Bist du sicher, es war der richtige Gärtner? Kräuterkenner? Hm. Es schien, als ob du es für einen nutzlosen Gang hieltest. Nun, es hat dir eben etwas bedeutet. Es hätte ein ganz anderes Leben sein können. Schon möglich. Aber dieses Leben war auch nicht so schlecht. Ich habe sogar eine Enkelin, die sich in der Wildnis auf die Suche nach mir macht. Und ich habe Scharlachstiele, die mich an Nilo erinnern. Klingt, als ob deine Großmutter alles im Griff hat. Vielleicht hat sie das. Sag mir einfach, wenn du das nächste Mal hier rauskommen möchtest, ja? Anstatt zu verschwinden. Mach ich vielleicht. Hier, Fremde. Nimm das. Weil du einer alten Frau halfst, sich ans Jungsein zu erinnern.